sich gut meinen. Guten Morgen. Heid, wer zur Freitag. Heute habe ich euch nämlich wieder einmal was mitgebracht. Ja, wo ist denn der Herr Heindl? Der Herr Heindl? Ihr Liebling hat heute keinen Dienst. Oh, das ist aber schade. Aber ausgerechnet hat der heute keinen Dienst, wo ich auf Besuch komme. Die kommen ja so fast jeden Tag. Ja, gell, seid so recht undankbar zu einer Rentnerin. Warten Sie noch, Herr Moosgruber. Das sag ich Ihnen, jeder wird einmal ein Rentner. Na, werden Sie schon sehen, wie das ist, wenn man als Rentner gar nichts gibt. Nirgends. Ja, ich habe ja nichts gesagt. Und das scheint's auch ganz vergessen zu haben. Dass ich das war, die, wo die den Sarg mit Brillanten gefunden hat. Nein, das vergisst man Ihnen nie, so eine Blamage. An dem Schmarrn beißt man heute herum. Dem Herrn Heindl, dem habe ich was mitgebracht. Aha. Karamellbonbons, die jetzt kann fast heute niemand mehr machen, gell? Originalrezept von meiner Mutter. Ja, wir geben es ihm morgen, wenn er kommt, gell? Selbstgemacht. Und ja, nicht vergessen, dass zum Sagen, dass ich das war, die sie gebracht hat. Ja, und Herr Schöninger, einer habe ich ja auch was gebracht. Da scheint her, selbst gezogen. Um Gott, von meinem soll... Großvater, der war. Was hier war. Für mich warum? Weil Sie doch in diesen Tagen Geburtstag haben. Ich hab doch jetzt keinen Geburtstag. Ich hab erst im November hab ich Geburtstag. Und ich hätte geschworen, Sie sind ein Stier der dritten Dekade. Warum? Ja, gibt's denn das, dass Sie kein Stier sind? Ja, wo doch alle schönen Menschen Stiere sind. Es gibt auch Ausnahmen. Obwohl Stiere dazu neigen, dass sie die Haare verlieren. Na, ich sag ja. Frag mal, wie sie, es gibt auch Ausnahmen. So, und jetzt muss ich telefonieren. Mit wem? Moosgruber, übernehmen Sie. Dann nehmen Sie mal bitte die Kerze im Voraus auf Ihren Geburtstag im November. Danke. Ist schon recht. Ja, und ich krieg nix? Na? Ich krieg nix, denn ich hab ganz deutlich gehört, wie ich reingekommen bin. Was hat er gesagt? Oh mei, hat er gesagt. Ja, wie sie gesagt haben, oh mei. So, und jetzt geh ich wieder, gell? Oh. Die Hundsbuben, die zieht dann schon wieder. Wo? Ja, da bei der Kreditbank. Da ist sicher der eine dabei, das ist der Ärgste im ganzen Revier. Muss gerüber. Herr Dagmei! Ja, du musst mit mir deinen rein, in die Kapise gehen, hör auf! Du lass dein Gehör nicht, oder nicht? Ach, solche eine Hundsbuhren! Ja, wissen wir, was passiert? Ja, da wissen wir natürlich keinen, gell? Wenn die Polizei auch erst so spät kommt, dann... Herr Kraftdorf, jetzt was denn, was denn? Wir sind ja erst zu spät verständigt worden. Wenn Sie uns zu spät verständigen, können wir nicht früher kommen, oder? Ach so. Gepasst schon. Und das passiert jeden Tag. Ist doch nicht bei der Feuerwehr. Außerdem passiert's nicht jeden Tag. Jeden zweiten Tag. Nick. Wer sind denn Sie überhaupt? Von da komme ich, von den italienischen Eisdielen. Und das verdirbt mir das ganze Geschäft. Nichts gut für Gelati, gell? Der Kostolan Beni, der Hundsgrippe. Wie heißt der? Kostolan Beni. Kostolan Beni. Ja, und wo wohnt er? Das weiß ich, da drüben irgendwo bei der Anna-Kirche. Aha, danke. Das sind wieder exakte Angaben. Informationen präzise. Informationen präzise. Ihr Ramzeln, lauf da. Du, wie heißt der Lausbub? Kostolan Beni. Also wahrscheinlich Beni. Sind das Griechen? Es hat doch keinen Zweck nicht. Was hat keinen Zweck? Ja, der ist erst 12 Jahre alt oder so. Der ist ja noch gar nicht strafmündig. Aber reden kann man doch einmal mit dem Vater, dass er aufpasst auf den Rotzbahn. Kostolan Hans, Schreinermeister, sind doch Deutsche. Pfarrstraße. Mhm. Schau, das hat gar keinen Zweck nicht. Ohne nicht. Im Hochdeutschen gibt es keine doppelte Verneinung. Was? Es heißt, es hat keinen Zweck. Sag ich doch, keinen Zweck nicht. Ja, das hat doch gar keinen Zweck. Nein, fahr da hin. Was kostet der? Ich verstehe Sie nicht. Ja, können Sie nicht Ihre Maschine ein bisschen ausschalten? Ich verstehe Sie nicht, die Maschine ist so laut. Es ist ja wie beim Valentin. Ich
das kostet denn jetzt eigentlich schon eine Meisterstunde? Ja, sind Sie zu allen Kunden so unfreundlich, hä? Sind Sie ein Kunde? Nein, ja. Darf ich ein bisschen rumschauen bei Ihnen? Wieso? Haben Sie noch nie eine Schreinerei gesehen? Haben Sie einen Turm? Ich verstehe Sie nicht. Ob Sie einen Turm haben? Holen wir es doch gleich, denkt, dass Sie von der Polizei sind. Sie heißen Schreiner. Was haben Sie gesagt? Ich verstehe Sie nicht. Was haben Sie gesagt? Nichts habe ich gesagt. Mein Bub tut sowas nicht. Sie wissen ja noch gar nicht, was Ihr Bub getan hat. Mein Bub tut überhaupt nichts. Haben Sie Beweise oder... Verlassen Sie unverzüglich meine Werkstatt! Unverzüglich! Bei Ihnen lasse ich nie was machen! Sie kriegen ja nichts! Ich bin auf Jahre hinaus ausgebucht! So ein gescheiter Bayer. Überfall, Polizei! Stehen bleiben! Halt! Aufmachen! Zumachen! Alarmknopf! Nero heißt sie. Was? Eine Katz, die Nero heißt. Ja, warum denn nicht? Na ja, natürlich, aber ich meine, Nero ist doch mein Name für einen Hund, nicht? Ja, schon. Wissen Sie, ich hatte mal einen Hund. Nein, das brauchen Sie mir jetzt nicht alles erklären, bitte. Ja, der hieß Nero. Ja? Ja, und als dann der Hund starb, habe ich meinen Wellensittich gekauft. Ja. In Erinnerung an Nero habe ich den Wellensittich auch Nero getauft. Und ja, und als dann auch der Wellensittich von mir gegangen ist, da... Tja, da habe ich mir eben die... Ja, dann haben Sie sich eine Katze gekauft und die haben Sie in Erinnerung an den Wellensittich Nero getauft. Ja, genau, das haben Sie gut verstanden. Ja, kombinieren, wissen Sie. Ja, es ist wirklich gut, solche Beamten in Revier zu wissen. Schon gut. Ja. Oh. Entschuldigung. So. Was ist denn das? Das ist ja Milchkaramell von der Gemeinwiese. Eins für dich. Ja, warum sagst du mir da nichts davon? Ich hab gemeint, du magst das nicht. Magst du eins? Nein, ich mag das sehr, sehr Zeit. Die sind gut. Okay. Die hat sie selber gemacht. Was mit denen? Gell, Moskauer? Ja, nach einem Originalrezept ihrer seligen Mutter. Entschuldigen Sie. Ja, bitte. Bitte. Wenn Sie meinen Nero gefunden haben, rufen Sie mich an. Ja, aber selbstverständlich. Danke. Bitte. Wiedersehen. Wiedersehen. Du sag mal, Franz, warst du gestern bei dem Schreinermeister Kosterlein, weißt schon, dem Vater von dem Lausbum, der immer zündelt? Du, das ist vielleicht ein gescheiter Kerl. Was? Ich? Nein, das hab ich dir doch gleich gesagt. Du, mein Sohn tut sowas nicht, mag er sagen. Oder verlassen Sie unverzüglich meine Werkstatt. Er, der gescheite Kerl. Unverzüglich. Haben Sie Beweise, mag ich ja sagen. Ich bin da gegangen, was? Mit so gescherten Leuten, da streite ich doch gar nicht. Warum? Was ist denn da los? Gut, ich fahre zur Kreditbank. Jetzt ist passiert mit dem Lastbum. Hier spricht Isa. Unser Kreditbank? Bankalarm in der Kreditbank. Langstraße 4A. Wer ist in der Nähe? Wer fährt? Isar 512. Isar 313. Isar 411. Verstanden. Händel, komm. Moskröber, du bleibst da. Immer wenn es Äxten gibt, muss ich da bleiben. Händel! Nimm die Karamellen von der Gemeinwiese mit. Wenn's aufregen wird, brauche ich was. Yes.
aber schon wieder eine Polizei. Da ist es doch bloß los. Was mir noch bleibt, Essen und Musik. Ach, gib mir's zu. Sie haben ja keine Ahnung. Da schauen's doch mal. Schauen's, was da für ein Menschenauflauf ist. Ja, das ist ein Banküberfall. Das lese ich doch jeden Tag in der Zeitung. Schöninger? Polizeiinspektion 1. Was Besonderes? Danke. Sie werden im Moment nicht gebraucht. Aber halten Sie sich zur Verfügung. Wir haben Schargon. Natürlich. Kommt man wieder zu spät. Wenn man nie verständigt wird, dann stehst du wie ein Depp. Komm. Oh, Signor Kommissario, grande Katastrophe. Wie sagen wir denn auf Deutsch? Klein, dick und untersetzt. Also klein, dick und untersetzt war er, ja. Aha. Und, was hat er angehabt? Ein blauer Mantel. Nein, noch besser eine Bitchmantel. Also mindestens 2 Meter groß. 2 Meter? Das ist größer als ich. Ja, 2 Meter groß und einen grünen Anorak. Wer, Olive? Also Sie kommen nachher. 30.000 Mark ungefähr. Und nur ein Täter, maskiert. 1,67 Meter. Damit ich nichts Falsches sage, plus minus 1 Zentimeter. Da war er gestanden. Hier bin ich gestanden. Und da war die Dame. Und hier stand der Koffer. Er hat mit der linken Hand den Koffer genommen und ist mit 10 großen Schritten zum Durchgang. 6, 7, 8, 9, 10. Und das war keine Polizei da. Sie sind der Hausmeister, ja? Ja, ja, der bin ich. Haben Sie den Schlüssel von der Tiefgarage? Ja, so ist er. Aha, aha, jetzt braucht er uns. Wie viele Männer haben Sie dabei? 1 plus 5, 1 bin ich. Dann durchsuchen Sie mit Ihren Leuten die Tiefgarage. Hier ist der Schlüssel. Der Hausmeister wird Sie führen. Danke, Herr Kollege. Wo ist denn der? Gleich da unten. Weg da. Selbstverständlich. Geleit, macht's doch die Tür zu, bitteschön. Entschuldigen Sie, bitteschön.
wie vom Erdbeben verschluckt. Das heißt, wahrscheinlich durch die Tiefgarage und die Waschküche ins Nebenhaus entkommen. Der hat sich natürlich mit den Gegebenheiten in dem Block bestens ausgekennt. Ja, und finden sie nicht mehr. Waren die Banknoten wenigstens registriert? Ja, nur die 4000er, da haben schnell die Nummern notiert. Ja und? Wie viel insgesamt? Steht nicht genau fest, so um die 30.000 Mark. Den finden sie nicht mehr. Du, das kommt natürlich nur daher, weil man uns, den Revieren, ständig die Kompetenz entzieht. Ist doch klar, dass der Verbrecher da durch den Durchgang lag. Das ist doch logisch. Wieso logisch? Er hätte ja auch auf die andere Seite laufen können, in die Sauna zum Beispiel. Nein, das kann er nicht, weil der Mann war angezogen. Also, er muss durch den Durchgang. Ja und? Ich als Filialleiter, ich stelle mich doch nicht daher, sondern stelle mich daher. Händel, geh her. Ja. Du bist die Dame, du stehst da. Moskauer, gib mir einen Koffer. Was für einen Koffer? Ja, den Koffer da. Das ist ein Koffer? Ja, das ist ein Koffer. Der steht da. Das ist der Koffer mit dem Lösegeld, den ich habe hinausbringen müssen. Du? Ja, das heißt natürlich, also ich als Filialleiter. Und wenn sich der Verbrecher bückt, weil er den Deckel von dem Koffer zumachen muss. Ja, hat er das Geld nicht zählt? Ha? Ich meine, hat er das Geld nicht zählt? Nein, natürlich nicht. Das heißt natürlich ja. Also wenn sich der Verbrecher bückt und ich sehe das als Filialleiter, dann mache ich doch als Filialleiter so und auf, der Mann liegt. Dank dem Helden Schöninger. Du, ich denk halt. Und hab Erfahrung. Und den erfahrenen Polizeibeamten hätte man da glauben müssen, aber die. Blauer da wird, wenn's den nicht erwischen dann. Ich steh jetzt den Koffer da her. Sag ja nichts nur. Ja? Ja, das hilft alles nichts, du bist eben nicht durchgestanden. Eben. Aber wen? Vielleicht war gerade von einem eins von den Bonbons. Nein. Ich möchte jetzt zur Kreditbank rübergehen. Warum? Ja, hier war's ja schon alle dort. Aber ich noch nicht. Da gibt's nichts zu sehen. Trotzdem. Wenn ich der Verbrecher wäre, ich würde. Also, was würdest du als Verbrecher? So, aufbären und hineingehen. Respektive laufen. Bitte, lauf. Würde ich als Verbrecher tun. Der Moosgröber, das ganze Haus ist doch durchsucht, vom Speicher bis zum Keller. Ich war doch mit dem Händler im Keller. Na, ich als Verbrecher würde in meine Wohnung gehen. Ach, du meinst in deine Wohnung? Ja, der Verbrecher wohnt im selben Haus, wo die Bank ist. Siehst, die Idee habe ich auch schon gehabt. Oh. Darf ich jetzt endlich einmal raus? Entschuldigen Sie, meine Frau. Der Koffer mit dem Geld ist noch im Haus. Wie viel hast du gesagt? 30.000. Ja, der ist sicher noch im Haus. Und wenn sich alles beruhigt hat, dann bringt er ihn weg. Wir können natürlich im Treppenhaus keinen Busten aufstellen und jeden durchsuchen, der da durchgeht. Natürlich keinen Busten, das merkt er doch. Da kommt er nie raus. Oder man müsste schlagartig alle Wohnungen durchsuchen. 45 Minuten, der geht. Sehen davon, dass man natürlich auf den bloßen Verdacht hin nie einen Durchsuchungsbefehl kriegt. Wären ja zwangsläufig 44 Unschuldige dabei. Ne? Ich meine, das war das wenigste Unschuldige in der Frage. Aber den Wirbel, den es da gibt in der Presse, ne? Was stimmt denn da so? Bist du das? Ja. Man müsste ihn aus der Wohnung herauslocken. Man müsste den Gauner mit irgendetwas zwingen, du dass er mit nicht Geld rauskommt. Na, da stimmt. Niedlich, dies braucht man. Ja, Herr Sommerberger, grüß Gott. Guten Tag, Frau Faschingsbauer. Können Sie mir vielleicht eine Tasse Zucker leihen? Mir ist der Zucker ausgegangen. Was, schon wieder? Jetzt kommen Sie doch mal rein, wieso schon wieder? Herr Sommerberger. Ja, mei, dann ist doch erst letzte Woche der Zucker ausgegangen. Ja, da sehen Sie mal, wie die Zeit vergeht. Ja. Ja, aber sagen Sie mal,
Warum ging es denn eigentlich nicht runter und Kaffee an? Die Geschäfte haben da noch auf. Was ist denn da los? Moment einmal. Fünf Jahre wird schon alles. Ich warte so lang. Ja, sechs, da stimmen wir einmal ausnahmsweise bei einem Kollegen. Und der Haftbefehl? Ist eröffnet. Danke, sehr gut. Wiederschauen, Kollege. War was? Naja, der Fall ist doch sonnenklar. Diese registrierten Tausendmarkscheine, die waren ja noch in seinem Koffer. Nicht? Der hat noch keine Aussage gemacht, aber da hilft nichts mehr. Nicht? Und weißt du, Moosgruber, was das Interessante an diesem Fall ist? Nein. Was? In demselben Augenblick, wo du die Zinkbadewanne da rausgezogen hast, weißt du, was brennt hat? Ja. In demselben Augenblick habe ich eine Idee gehabt. So, im selben Augenblick? Gedankenübertragung wahrscheinlich. Ja, ja, wahrscheinlich. Na, ich meine natürlich Gedankenübertragung von mir auf dich. Ne? Nero steht auf dem Holzbandel. Ja, der Nero. Oder sagt man da besser die Nero? Ja, Mietzi, Mietzi. Ich hab mir's ja gleich gedacht, dass die schon gesucht wird. Wissen Sie schon, dass die Kreditbank überfallen ist worden? Was? Ja, die Kreditbank ist überfallen worden. Das hab ich nicht weg. Ja, Frau Gemeinwieser. Was sie nicht so? Ja, gut, nicht, Gott sei Dank nicht am ersten, wo meine Rente schon drin war. Ja, der hätte doch der Schlawiner auch noch ein Mädel mitgelassen. Ja, natürlich, aber wir haben uns schon. Was, Sie haben uns schon? Ja. Okay, hätten Sie uns nicht zertraut. Ja, Herr Moosgruber. Ja, Ihnen habe ich ja auch was mitgebracht. Etwas sehr Persönliches. Die Sonntagshosenträger von meinem Vater. Erste Qualität. Ja, das ist aber nicht von Ihnen, Frau Gemeinwieser. Jetzt wollen Sie gehen, gell? Walter. Sehr schön. Wirklich. Kannst du schon brauchen, Hosenträger. Für den Tausch. So. Nein, so. Ja. Du weißt, was du machst jetzt? Als Selbstvertreter. Kannst du mal. Dann machst du das so gut.